Willkommen zu einem neuen Video und wie du hier sehen kannst, nein, wir sind nicht im Aufklärungsunterricht, aber ich werde euch heute über etwas anderes aufklären und zwar das Leben. Wir werden nämlich heute den Zyklus des Lebens durchspielen. Eine emotionale Reise, die einfach absolut nicht auf diesen Kanal passt. Und deswegen könnt ihr euch sicher sein, dass ich die absurdesten Entscheidungen und Sonstiges treffen werde. Hey, nicht hupen! Außerdem habe ich heute wieder jemand ganz Tolles mitgebracht. Meine Community. Ich spüre schon den Druck. Leute, wir machen heute wieder Croissant-Party. Heute mit ganz viel Eiweiß und Stress. Denn das ist das Leben. Das Leben besteht aus Eiweiß und Stress. Okay, Kadetten, wollen wir auf die Welt kommen? Ich glaube ja. Drücken in 3, 2, 1. Ach, guck mal. Oh Gott, ich muss jetzt einen Button drücken, um zu wissen, ob ich missraten werde oder nicht. Ich will rot werden. Ha! Perfekt. Was? Das war perfekt? Oh, das war nicht gut, ne? Was ist, wenn ich jetzt sterbe? Ha! Oh Gott, ich bin dead. Oder? Ich hab's geschafft. Ich dachte eigentlich, rot ist schlecht. Choose your baby. Ich würde einfach mal sagen, das kommt wahrscheinlich auch eher raus, wenn ich ein Kind krieg. Oh, der Name. Okay. Wie nennen wir den denn? Torben, Harald, Mehmet. Komm, wir nennen es Mehmet. Okay, der kleine Mehmet macht sich jetzt auf die Reise. Oh Gott, das ist ja richtig. Oh, ich muss mich jetzt für Mama oder Papa entscheiden. Boah. Ach komm, wir gehen zu Mom. Mom, lass mich an die Brust, Mom. Lass mich an deine Brust. Der kleine Mehmet hat seine Mutter abgecheckt. Ja, Mehmet, weiter geht's. Sehr gut. Der kleine Mehmet ist echt süß. Die Vase oder eben das... Oh, das ist... Ja, wir wollen die Vase nehmen. Wir nehmen die Vase. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schmeißt er sie jetzt... Oh Gott. Oh mein Gott! So, okay, kleiner Mehmet. Wir entscheiden uns also für das Toy-Kit. Wir wollen, dass unser Vater überlebt, Mann. Der Vater... Wir haben unseren Vater umgebracht. Egal, der hat keine Brust, der ist nicht so wichtig. Das ist eigentlich voll süß gemacht, gell? Richtiger Frechdachs. Das Game ist geil. Das ist ja richtig cool gemacht, ey. Ey, ich hab einen Stern bekommen, Mann. Oh, Mehmet verwandelt sich. Was, wieso soll ich denn nein, ich bin immer noch Mehmet. Hey, Mehmet ist 5 geworden. Mehmet sieht aus wie 12, so, ne, aber egal. Oh, Leute, ich verstehe. Da hinten sitzt die Fatma, die wollen wir. Invite for lunch, eat alone. Komm, Fatosch ist unser. Ich fand dich schon immer hübsch. Lass mal essen jetzt. Oh, es ist süß, Mann. Oh, süß. Ja, du kleiner Gangster. Ach so, schaut mal. Ich hätte jetzt auch in die andere Richtung gehen können. Also jede Entscheidung bringt mich woanders hin. Ich hätte sonst den anderen Weg gehen können, wenn ich alleine gegessen hätte. Ich sehe hier schon Potenzial für ein zweites Video. Wenn ihr sehen wollt, was passiert, wenn ich mich komplett anders entscheide, wie ich es jetzt tue, lasst bitte Daumen nach oben da, weil erstens wird das Video dann gepusht und zweitens sehe ich, ob ihr Interesse und Bock dran habt und schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, weil das ist, glaube ich, sehr interessant. Oh, oh, die Girls. Oh, Leute. Fishing oder join them? Ich gehe fischen, aber indem ich den join. So, ich angel mir ein paar Weiber. Hey, Girls! Ja, ein bisschen Spaß im Leben muss man haben, ne? Oh, ist da hinten ein Hai? Ist da hinten ein Hai? Was ist denn das? What the fuck? Was soll das? Huh? Was ist das für ein Game? Build a raft, use feather. Ich kann jetzt mit der Feder wahrscheinlich kitzeln, damit er uns aushustet. Oder mit dem Raft kann ich schwimmen. Ich würde sagen, ich benutze die Feder und kitzel ihn ein bisschen am Hintern. Kille, kille, kille. Furze uns jetzt aus. Ich dachte, es wäre ein realistisches Game. Mehmet, digitier zu. Teenager Mehmet. Oh nein, Mobber. Fight. Keep walking. Ich hau den aufs Maul. So. Komm her, du Drecksau. Was soll das? Genau. Ja, sehr gut. Schlag ihn. Schlag. 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 Okay, tap to punch. Hoch. Ha. Wow. Wir haben den richtig gegeben, ne? Oh, wir kriegen aber auch richtig kassiert, ne? Ich möchte hier nochmal sagen, dass man natürlich weitergeht und das einfach meldet. Aber in dem Spiel möchte ich... Wow, voll eine... Wow, das war ein Hammer in den Schritt. Ich glaube, ich werde so ein richtig kleines, gewalttätiges... Okay, ich werde erwachsen. Ich werde 17. Ja! Mehmet, digitiert zu unberechenbaren Erwachsenen. Oh, Leute, wir haben 1, 2, 3, 4, 5
Entscheidungsmöglichkeiten für die nächsten Laufbahnen. Wie groß ist denn dieses Game und warum ist es kostenlos und wer hat es gemacht? Okay, ich bin jetzt, glaube ich, ein junger Erwachsener. Michelle, ach, ich tinder jetzt. Wir skippen, denn wir wollen Fatma. Alice, 19. Ah, jetzt kann ich mich quasi auch entscheiden, so eine ganz liebe Schüchterne. Kommt eigentlich auch mal ein Mann? Ah, guck mal, ich kann mich auch entscheiden. Der Bob? Nope. Wo ist unser Girl? Wo ist unser Girl auf einmal hin? Olga. Nein, ich kann nur noch Olga herzen. Nein! Nein! Nein, ich bin mir nicht sicher, aber ich kann nichts anderes drücken. Scheiße. Wir können jetzt für 100 Dollar was oder für 20.000 Dollar. Ich kaufe was für 100 Dollar in der Hoffnung, dass Olga uns wieder verlässt. Bitte verlass mich. Oh mein Gott, Leute, was habt ihr mir da angetan? Also sie ignoriert mich voll. Ja, sorry, Kerle. Dann lass sie doch bitte einfach fliegen. Oh, schmeiß ich mein Handy weg. Ich bin so, oh, der kleine Mehmet ist richtig Mehmet. Ich weiß, die erste Liebe ist die schlimmste, aber du brauchst diesen nicht. Jump. Make-up. Will ich jetzt Selbstmord machen oder was? Also ist es wirklich das, was ich denke? Oh, nein! Nicht wegen Olga, Mann! Kerle, ist nicht dein Ernst? Actually jump, call her! Hä, kann ich das echt machen? Auf jeden Fall, we try. No thanks, dann ist ja das Spiel vorbei. Call her, ich ruf's jetzt an. Ja, sehr gut, mach's nicht. Mann, lass doch die blöde Olga einfach. Ich will die doch gar nicht. Ich will doch einfach, dass du Schluss machst. Mit 23, Alter. Der ist ganz schön instabil. Ich glaube, das lag daran, dass wir zu viel an Mamas Brust waren und dass sie von dem traumatischen Fischmonster gefressen worden sind. Das sind alles Auswirkungen. Nein, wir sind wieder mit Olga zusammen. Oh mein Gott, nein. Olga ist so eine... Sorry, was ist denn das? Gibt's doch nicht. Lass Olga jetzt... Meine Güte, ey. Cry, find a job. Oh. Beende es einfach mit dieser Golddigger. Ich ertrage das gerade nicht. Ja, komm, wir pimpen uns jetzt. Aufstehen, Kerle. Du brauchst die nicht. Okay, Manager. Oha, hier, bitteschön für sie. Oh nein, sie. Oh mein Gott, sie ist ein Puncher. Clean up das Bild. Boah, ich kann meine Chefin verprügeln. Oh mein Gott. Boah, sie haut mich zurück. Boah, ich bin tot! Okay, komm, wir sind jetzt mal. Wir räumen den verschütteten Kaffee auf, genau so. Oh, das gefällt ihr, ne? Boah! Die hat den Stöcke schon auf meinen Kopf abgelegt. Ich muss kacken. Ich gehe zu den Frauen, vielleicht mache ich eine tolle Bewegung. Ich muss... Sorry! Was macht ihr denn hier? Tu mir nichts! Tu... So, nochmal, Leute. Wir müssen kacken und gehen jetzt mal auf den Männerwashroom. Los geht's. Oh, da sitzt einer. Knock on the stall, going to the... vielleicht muss ich pinkeln oder muss ich... Entschuldigung, ich muss scheißen. Machen Sie schnell die Tür. Oh mein Gott. So, jetzt pinkel. Oh mein Gott, ich da rein. Ehrenmann. Mehmet hat ins Urinal... Mann. Oh, ein Auto. Aber bitte nicht, um Olga zurückzubekommen. Oh Gott, die sehen beide scheiße aus. Na komm, wir nehmen weiß. Bitte nicht Olga jetzt. Nein! Die ist mit dem auch noch zusammen, dieses Miststück. Die hole ich nicht in mein Auto. Die weiß ich sowas von ab. Ja, du Miststück. Komm, renn mir hinterher, du Dackel, du. Wir nehmen gerade die Befriedigung unseres Lebens. Meine Kaffeemaschine zu Hause hat aufgehört zu arbeiten. Kannst du bitte heute später Abend vorbeikommen und sie fixen? Yes, ma'am. Sorry, I'm busy. Also, ihr wisst, wo das draufläuft. Ich soll ein Rohr verlegen. Oh mein Gott, Mehmet, du bist noch so jung und unerfahren. Eine Stunde später. Oh mein Gott, geht doch nicht zu ihr hin. Wetten, sie sitzt nackt im Bett, oder? Oh Gott. Ah, nee, doch nicht. Ist alles erledigt? Du würdest dir was ausmachen, mir eine Beinmassage zu geben. Oh mein Gott, Leute, ich muss mich jetzt entscheiden. Also ganz ehrlich, wenn ich ihre Kaffeemaschine schon fixe, dann fixe ich auch alles andere. Okay, klar doch, komm, her mit den Haxen. Oh mein Gott, scheiße, oh nein. Oh mein Gott, zwei Stunden später. Oh mein Gott, wie lange habe ich die jetzt massiert? 2 Stunden! Nochmal! 5 Stunden! Und wie weit sind wir jetzt gekommen? Oh, das war toll. Ach, wir haben gar nicht gesnusnut. Ich habe meine Chefin 5 Stunden massiert. Leider ist es absolut nicht erlaubt, dass du deinen Boss massierst. Du bist gefeuert. Och, der arme Mehmet, der war doch nur nett. Der wollte doch nur mal zum Schuss kommen. Oh nein, Mehmet! Nein! Scheiße, Leute. Wir gehen jetzt den falschen Weg. Wir gehen den Weg, dass wir wieder gefeuert worden sind. Oh nein, ich bin jetzt auf der Straße. Nein, Mehmet, es tut mir so leid. Oh nein, warum? Ach, hier darf ich nicht betteln, ne? Du bist verhaftet. Oh mein Gott, ich bin auch verhaftet. Meine Güte, ey. Komm, schieß, dann kommt wenigstens heute einer zum Schuss. Mit 34 im Knast, nur weil ich meinen Boss massiert hab, Mann. So, erstmal duschen. Warum bin ich eigentlich eingesperrt? Oh nein, die Seife.
Also für alle, die es nicht wissen, was es bedeutet, man sagt, man soll im Knast niemals die Seife aufheben, weil du dich ja bückst. Man sagt, im Knast, wenn du dich bückst, wirst du halt gesnusnut. Deswegen pick ich jetzt ab, Mann. Ich will gucken, was passiert. Oh mein Gott. What? Oh mein Gott! Okay, ach, kann jetzt ausbrechen. Oh nein. Wir schaffen das, Leute. Wir kommen hier raus. Ich hol dich da raus. Ich glaub an dich, so wie du an mich glaubst. So, let's go. Raus hier. Yes. Genau, würde ich mich voll freuen, weil jetzt erstmal eine Wachen vorbeikommen, ist halt nicht das... Oh, genau, hier ist der Ausgang. Ja, wir sind draußen, aber als ob es so leid ist zu entkommen. Oh nein, voll die Entscheidungen. Oh, oh. Und jetzt? Rein da. Ja, mit voller Wucht. Ach so, das soll ein Gullideckel sein. Das sah aus wie eine Mülltonne. Ich bin schon 42 und was ist das für ein Haus? Das gefällt mir, oder? Das ist mein Haus. Oh, was habe ich denn jetzt? Oh, sind es meine Eltern? Oh, meine Eltern sind tot. Oh, das habe ich gar nicht mitbekommen. Wie traurig. Oh, und er war ja gar nicht da. Er war im Knast. Das hat er gar nicht mitbekommen. Oh, der arme Mehmet. Oh, run away, go inside. Oh, und das arme Wurschtel hat es gar nicht mitbekommen. Oh, der Arme. Ich will jetzt auch mal endlich Frauenkind haben. Das ist so traurig. Oh nein, die Polizei. Oh mein Gott, mein Leben ist so scheiße. Lasst mich doch einfach in Ruhe, Mann. Ich wollte nur die Warten meiner die Chefin. Ich will, also wenn ich die Möglichkeit habe, bringe ich die Chefin um. Nein, nein! Hey, der Arme ist voll der Getriebene. Können wir nicht einfach mal chillen? Der Kerl hat nichts gemacht. Er hat nichts gemacht. Er war einfach zu nett. Papp. Ah, wir brauchen Comedians. Oh, Comedians gesucht. Da sehe ich mich, Leute. Was sagt eine Brust zur anderen Brust? Du bist meine Busenfreundin. Ah. Ah, das funktioniert aber auch nur, wenn die Leute Hacke sind. Von Mehmet zu Kaya Jana. Oh, jetzt haben wir schon volles Riesenpublikum. Schaut mal. Ja, die Menge tobt, Mann. Ach, wir sind ja jetzt voll der Pimp geworden. Wir sind ja richtig berühmt geworden. Mehmet, ey, du hast dich gemacht, bruh. Oh, Turbulenzen. Oh, oh no, oh no. Turbulenzen. Oh mein Gott! Sit tight, jump. Oh mein Gott, Leute. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, jump wird nicht funktionieren. Sit tight. Wir müssen nur sitzen bleiben. Anders werden wir das nicht überleben. Okay, Mehmet, ganz ruhig. Wir werden das 100 pro eh nicht surviven. Okay, wir müssen jumpen. Ich glaube, das überlebt man generell einfach nicht. Aber hey, ich habe 10.000 Goldketten. Ich bin der Pimp. Das würde einen eigentlich theoretisch auch direkt rausziehen. Habe ich eine falsche? Ich glaube, oh mein Gott. Oh mein Gott, das kann man nicht überleben. Also das ist nicht möglich. Okay, also zeigt mir bitte, wie er diesen Sprung überlebt hat. Leute, wir werden älter. Mehmet digitiert zu... Erwachsener Mehmet. Oh nein, Mehmet, was aus dir geworden? Was? Nein, Mehmet, du warst so ein hübscher Typ. Warum ist deine Nase eine Kartoffel? Oh nein, ich bin über deine MRI-Scans gegangen. Er sieht aus, als hättest du Cancer. Oh nein, der Arme. Darmkrebs. Oh nein. Das war, weil wir ins Pissoir geschissen haben. Jetzt kommt das Karma. Oh. Du hast nur noch 2 Minuten, um am Leben zu bleiben. Was? Ja, scheiße, was? Oh mein Gott, ich sehe gerade das Licht. Oh nein. Oh nein, oh nein, wir gehen wieder zurück. Oh no, ich bin tot. Ernsthaft? 60 Jahre alt. Oh nein, Net Worth $53.000. Karriere war Comedian. Stärke 65, Happiness 30. Jahre im Gefängnis 6. So Leute, wir sind Mehmet und sind nur 60 Jahre alt geworden. Meine Community hat mich gerade darauf aufmerksam gemacht, dass wir jetzt wahrscheinlich eine Frau sind, weil vorhin waren wir blau, jetzt sind wir pink. Das heißt, wir können eine ganz neue Laufbahn nochmal erleben. Und ich glaube, es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder wir haben komplett neue Möglichkeiten oder wir erleben alle das Gleiche als Frau. Dann würde ich nämlich die ganze Entscheidung, die ich mit Mehmet gemacht habe, andersrum machen. Deswegen lasst ganz viele Daumen nach oben da und schreibt es in die Kommentare, dann weiß ich Bescheid, wir bringen einen zweiten Teil oder nicht. Ich sage wie immer danke fürs Zuschauen und komme live dazu auf www.twitch.tv/gnu-live und traurig, aber wir haben's. Ich schieb's auf die Community. Ihr seid schuld. So, und jetzt raus! Ja.